Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shot News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Weich. Bin ein bisschen erkältet. Hier Mama, in Mamas Altmodischer Geheimnisschatulle haben wir den Mythic Bob momentan. Ja, der ist nicht schlecht. Die meisten von uns haben ihn schon irgendwo, zumindest die, die etwas länger spielen. Aus dem Swole Club. So, hier der Mythic Bender. Mythic Bender Pack mit Children's Author Henry Hay, Betty Bater, Steve Smith und Hank Hill. Das ist natürlich eine geile Box. Aber lohnt sich natürlich auch nur, wenn du genug Gems zusammen hast und wenn du unbedingt den Bender haben willst. So, hier ist einmal die Legendary Peter Karte. Die kriegst du auch normal zusammen. Da brauchst du nicht extra Geld für auszugeben. So, dann sind wir auch in der neuen Box, in der Obedience Box. Schauen wir uns doch mal an, was da momentan so drin ist. Obedience School Ryan. Ja. Das ist etwas defensive Karte mit Heilen. Mit Hijack und mit Revanche. So. Dann haben wir hier Quahawk Preschool. Schauen wir mal ganz kurz, wo die landen würde. Und welche Kombos damit möglich sind. Mr. Deliver, High School Bill, Cadet Hill, Home School Chris, Art of War, ABC Quagmire, Home School Peter, Lob Student Mac, auch hier diese Obedience School Bri, Mathy Cathy, Sexualkundelehrer, Aversion Therapy, Charts and Graphs, Corporate Training, der CIA Student, CIA Instructor. Da sind auf jeden Fall coole Kombos mit dabei. Kann man auf jeden Fall so sagen. Entschuldigung, ähnlich wird es mit dem Henry Haber Debater sein, Mr. Front. Hat andere Kombos. Bill Daugherty und Dr. Amy Wong sind hier drin. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr interessante Box. Weniger interessant ist hier diese Winter Clash Box. Also, das war sowieso unsinnig. Wenn man sich überlegt, dass man da dann ja auch noch die Kombos erforschen müsste. Und das innerhalb von 3 Tagen alles völliger Schwachsinn. Die meisten Kombos, die da rauskommen, oder beziehungsweise die meisten Karten, die drin sind, werdet ihr. Oder würdet ihr außerhalb des Winterclashs niemals benutzen. Also. Dann gehen wir mal schon mal direkt hier in die Meisterschaft rein. Dann haben wir hier den Knife Fight Stewie. Und der Knife Fight Stewie ist dieser hier. Was mache ich denn jetzt gerade? Sorry. Ich bin gerade busy durcheinander, man merkt, das Hirn arbeitet gerade nicht so, wie es eigentlich sollte. Das hier ist der Knife Fight Stewie, jetzt haben wir ihn. So. Warum könnt ihr euch das Bild anschauen? Das ist hier jetzt momentan noch nicht drin. So, dann haben wir einen Stewie mit Waffenkarten und die Kombo ist schon relativ stark. Mit Grace, Hijack und Cripple. Da jetzt hier in der Mythic-Version mit ja, 17-fach Craze zum Beispiel, 12-fach Hijack, 21-fach Cripple, die ist ganz gut, definitiv. Aber ich weiß nicht, ob ihr dafür, also für diejenigen, die genügend Gems haben, macht das eventuell Sinn, für mich jetzt nicht wirklich. So, dann haben wir hier als nächstes den Better-Up Bobby. Und der Better-Up Bobby ist das hier. Schauen wir uns mal das an. Das ist ein Bobby mit, ja, mit einer Blurns Ball. Und da kommt dann eben eine Karte dahin raus. Der Better-Up Bobby mit einer Mauer und mit Schild. Oh. Jetzt nicht unbedingt berauschender Brüller. So, 4.30 Uhr Appointment. Schauen wir uns diese Combo mal an, was die so kann. Das ist das hier mit einem Bob.
Capoeira zum Beispiel, also mit Fighter-Karten. Hier mal zum Mythic Bob. Und dann zu einer legendären. Und dann ist hier 12-fach Cripple All zum Beispiel. Und so ein Schwachgas. Das ist schon ziemlich effektiv. Und kann unter Umständen schon wirklich Sinn machen, wenn der Gegner relativ viele Karten schon ausgespielt hat. Und du merkst, okay, hoppla, jetzt wird's eng. Dann ist immer eine gute Wahl Cripple All. Und 12-fach Cripple All ist nicht wenig. Das heißt also, das würde sich sogar hier sogar 13-fach mit No Mercy Dojo. Das kann sich schon unter Umständen lohnen. Also wer diese Combo hat und auch gerne mal spielt, der sollte jetzt eben seine 1000, könnte jetzt mal 1000 Steinchen reinstecken. Ich mache es nicht, weil ich gehe immer erst auf diese First-Hitter-Kombos und habe einfach ein bisschen Geduld und warte einfach ab. So, also. Und dann haben wir hier hinten den Beef Squatch. Und der Beef Squatch ist eben ein Jean mit Restaurantkarten. Stärkste müsste hier sein Eugene Welcher mit Bob's Burgers. Jawohl, das ist hier die stärkste Version. Ah. Wenn wir die jetzt maxen würden. Maxed out. Dann hättest du das hier, 14-fach Grace, 11-fach Mauer, 1854. Also ich würde auf jeden Fall davon abraten, eine Bob's Burgers entdeckt zu haben. Also insofern macht diese Combo eigentlich wenig Sinn. Solltet ihr Bob's Burgers haben, schmeißt sie lieber raus. Auch wenn der Beef Squatch hier in dieser Situation gar nicht so schlecht aussieht, aber das lohnt sich auf Dauer nicht. Also wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, scheiß nichts mal wieder an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News mit mir, mein Bein, und haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.